Der dritte Saisonlauf der digitalen Nürburgring Langstreckenserie präsentiert bei Goodyear das Schütz GmbH Messtechnikrennen stand auf dem Programm. Vorneweg Norbert Kiss im AMG GT3, dahinter Sami Matitrogen im BMW sowie die weitere Meute von BMW M4 GT3, Lambo, Porsche und weiteren AMG-Fahrzeugen. Eng ging es zur Sache, sowohl in der Klasse der GT3-Fahrzeuge, der SP9, als auch in den anderen Klassen, wie zum Beispiel in der Cup 2, die kurz danach startete. Hier gab es die Fights überhaupt im gesamten Rennen. Dutzende von Überholmanövern, Windschattenduelle, die einfach nur Freude und Spaß machten. Auch in den anderen Klassen, in der SP10, ging es eng zur Sache. Hier ebenfalls Porsche, die dominierende Marke, vorneweg die BMW, mit ein bisschen Abstand dahinter. Spannend wurde es das gesamte Rennen. In der Klasse der TCR-Fahrzeuge, der SP3T, da waren es die Audi RS3 LMS, die das Tempo bestimmten, vorneweg das Auto von Corsim Racing sowie Team Heusingfeld. Spannend war es das gesamte Rennen über, insbesondere in der SP9, wo die AMG, die BMW und die Lambo miteinander fighteten, immer wieder Überholmanöver. Hier beim Überrunden, Norbert Kiss muss bremsen, um eine Kollision zu vermeiden, verliert dadurch den Platz, muss sich hart erwehren gegen seinen Markenkollegen Elias Seppänen und gegen Sami Matitrogen, der wiederum Druck bekommt von Moritz Löhner im Lamborghini Huracan. Enge Fights immer wieder. Hier verliert Sami Matitrogen im Bereich Eschbach das Auto fast. Leichte Kollision mit der Leitplanke, kann aber weiterfahren. Und dieses Duell hier, das war das Duell des Tages zwischen Moritz Löhner und dem AMG GT3 von Elias Seppänen. Nils Koch ebenfalls gut unterwegs. Luca Kita übernimmt dann den Landgraf AMG GT3 und auch er im harten Fight mit Moritz Löhner im Lambo. Immer wieder wechselten die Positionen, immer wieder gab es haarsträubende Duelle, Fights, Kämpfe. Hier Kita ein bisschen zu weit außen raus im Bereich Karussell, verliert einen Platz, den er sich eine Runde später im Bereich Schwedenkreuz ganz spektakulär wieder zurückholt und damit Platz 2 übernimmt. Am Ende gab es dann den Showdown zwischen den beiden AMG GT3-Fahrzeugen vom Team Landgraf und dem Team HTP. Und es war dann der AMG GT3 vom Team Landgraf mit Elias Seppänen und Luca Kita, die sich durchsetzen konnten. Sieg für das Team Landgraf. Platz 2 geht an das AMG-Team HRT rund um Danny Giusa. Und Platz 3 geht an die Mannschaft von BS Competition rund um Nils Koch.